Ja, wir schauen jetzt nach St. Pölten, nach Spratzern. Da spricht jetzt Innenminister Karner zusammen mit dem Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz und Extremismusbekämpfung sowie dem Stadtpolizeikommandanten Beuchler über die Sicherheitsmaßnahmen für das Frequency Festival. Es wird hier verstärkte Sicherheitsmaßnahmen geben, auch wenn es jetzt keine erhöhte Warnstufe ganz offiziell gibt. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser kurzen Presseinformation, die wir Ihnen auch geben wollen. Wir haben jetzt unmittelbar davor am Stadtpolizeikommando eine Einsatzbesprechung, eine Lagebesprechung auch gehabt. Wir stehen hier vor der Einsatzzentrale für das Frequency. Das ist die Polizeiinspektion hier in Spratzern und die Einweisung hat stattgefunden durch den Einsatzleiter Oberst Beuchler von der Polizei, durch den Landespolizeidirektor aus Niederösterreich Franz Popp und durch den Chef des LSE, Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, Roland Scherscher. In den letzten Tagen, und Sie haben intensiv darüber berichtet, ist es gelungen, eine Tragödie zu verhindern, einen Anschlag auf ein Konzert der Künstlerin Taylor Swift. Und seit diesen Tagen ermittelt die Polizei auf Hochdruck, ermittelt der Staatsschutz auf Hochdruck. Das Wichtigste oder das Wichtige, was mir jetzt auch zu sagen, was wichtig für mich ist zu sagen, ist, dass es auch in Zukunft, und daher sind wir auch heute hier bewusst, um Sie zu informieren, in Zukunft große Feste, große Konzertveranstaltungen geben wird, dass wir uns nicht von radikalen Extremisten unsere Lebensfreude, unsere Art zu feiern, unsere Art, gemeinsam Veranstaltungen zu besuchen, große Konzerte durchzuführen, nehmen lassen. Und daher kann ich Ihnen sagen, es ist alles Menschenmögliche getan, damit dieses Festival, dieses Frequency, friedlich mit feiernden Menschen über die Bühne gehen kann. Die Polizei gemeinsam mit vielen eingesetzten Kräften, mit dem Konzertveranstalter, mit dem Magistrat, mit dem Roten Kreuz, Notruf 144, viele andere, die hier im Einsatz sind, um für ein friedliches Konzert, wie wir es schon im Hintergrund auch hören, zu sorgen. Dass Menschen gemeinsam miteinander feiern, dass Menschen miteinander Musik hören und begeistert zu dieser Musik auch tanzen. Daher wurden auch zuletzt, nach schon der erhöhten Gefährdungslage, wie wir sie nach dem 7. Oktober des letzten Jahres hatten und nach dem verhinderten Anschlag, jetzt auch die Sicherheitsvorkehrungen für dieses Festival, die ohnehin schon sehr umfangreich eingerichtet waren, nochmal erhöht und verstärkt, im Vorfeld die Kontrollen intensiviert, aber auch während des Konzertes selbst die sichtbare Präsenz der Exekutive, aber auch die sogenannte verdeckte Präsenz, verdeckte Ermittler, entsprechend erhöht wurde und sichergestellt wird, damit eben dieses friedliche Festival, dieses Frequency, ordentlich, friedlich, mit großer Begeisterung über die Bühne gehen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass dem so sein wird, weil die Polizei alles Menschenmögliche tut, um das auch sicherzustellen. Und daher war es mir, es ist uns so wichtig, dass wir auch jetzt, genau an dieser Stelle, auch die Öffentlichkeit darüber informieren, die Besucher darüber informieren, dass wir das tun und dass das ein sicheres Festival, ein sicheres Frequency hier in St. Pölten sein wird. Danke, ich darf nur kurz das Einsatzkonzept der St. Pöltener Polizei hier präsentieren. Also das Frequency ist ja keine Veranstaltung, die neu ist. Das ist über 10 Jahre schon hier in St. Pölten. Es gibt ein Sicherheitskonzept, das mit den Veranstaltern, mit Magistrat, der Landespolizeidirektion und mit den anderen Organisationseinheiten seit Jahren aufgebaut wurde und das sich absolut bewährt hat. Und das natürlich jedes Jahr nachgeschärft wird. Und im heurigen Jahr, aufgrund dieser Vorkommnisse, ist natürlich die Terror- und die Amok-Situation noch intensiver bearbeitet worden und auch die Kräfte aufgestockt worden.
Das bedeutet, es sind Spezialkräfte auch im Einsatz an strategisch günstigen Positionen positioniert. Und sollte es wirklich zu einem Vorfall kommen, damit wir sehr, sehr rasch tatsächlich auch einschreiten könnten. Zusätzlich ist natürlich auch gerade der Campingbereich und überall, wo sich die Besucherinnen und aufhalten und auch feiern wollen, haben wir eine massive Polizeipräsenz, eben die sichtbare Polizeipräsenz, die der Herr Minister schon gesagt hat, damit auch die Besucher und die Besucherinnen sich immer an die Polizei wenden können, wenn irgendwelche Problemstellungen sind und auch natürlich Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen machen können. Und ich bin davon überzeugt, es gibt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, aber wir können uns, ich glaube, auf ein sicherlich friedliches und ein schönes Frequency 24 freuen. Danke, Oberst. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Ja, ich hätte zwei Fragen an den Innenminister. Zuerst einmal, gab es in Richtung des Frequency-Festivals, wie mit dem Teleswift-Konzert, konkrete Bedrohungslagen, Drohungen etc.? Und zweitens, rund um das Teleswift-Konzert und diese Rache auch bekannt geworden, dass es offensichtlich sicherheitsrelevante Probleme bei den Securities gab. Wie hat man da beim Frequency-Festival, wo ja selbst hunderte Securities wahrscheinlich im Einsatz sind, nachgeschärft? Was hat man da unternommen? Zeitraum des Veranstalters und in Kooperation mit dem Auf die erste Frage ein klares Nein. Diese konkrete Gefährdung gibt es nicht, gab es nicht, aber wir haben eine erhöhte Gefährdungslage insgesamt, international in Europa und damit auch in Österreich. Und daher ist ja nach wie vor die Terrorwarnstufe auf der zweithöchsten Stufe etabliert, nämlich auf der Stufe 4. Zur zweiten Frage kann ich Ihnen sagen, dass die laufenden Ermittlungen eben ergeben haben, dass im Zusammenhang mit den abgesagten Konzerten in Wien es insgesamt 5 Personen aus dem Umfeld beobachteter Gefährder des Staatsschutzes waren, die aber nicht im Security-Bereich im Einsatz waren, sondern im Facility- bzw. im Catering-Bereich im Einsatz gewesen wären. In Wien. Und daher habe ich auch, vielleicht waren Sie auch bei diesem Pressegespräch, als ich vor wenigen Tagen danach gefragt wurde, dies noch nicht bestätigt, weil die Ermittlungen intensiv laufend geführt werden. Und wir erst dann Dinge bestätigen können, wenn sie auch ermittelt worden sind. Und in dem Fall handelt es sich um 5 Personen aus dem Umfeld von Beobachteten, Gefährdern, die hier vom Staatsschutz beobachtet worden sind, die aber wie gesagt nicht im Security-Bereich, sondern in einem anderen Bereich im Einsatz gewesen wären. Mit Hinblick auf das Frequency-Festival hat man da nachgeschärft, dass die Kriterien, Aufnahmekriterien etc. Background-Checks betrifft? So, Roland Scherscher, der Chef des Staatsschutzes hier in Niederösterreich, hat das ja auch in den letzten Tagen auch gemeinsam mit der Landespolizeidirektion Niederösterreich kommuniziert, dass natürlich aufgrund der Ereignisse hier verstärkt auch dieser Bereich mit dem Konzertveranstalter untersucht und besonders intensiv auch darauf Rücksicht genommen wurde, dass es diese Probleme oder diese Situation rund um das Taylor Swift-Konzert gab. Ja, hier ist eine enge Abstimmung notwendig. Im Security-Bereich gibt es andere rechtliche Möglichkeiten, als das im Facility-Bereich oder im Catering-Bereich der Fall ist. Hier ist die enge Zusammenarbeit mit dem Magistrat, mit den Sicherheitsbehörden, mit den Bezirksverwaltungsbehörden notwendig. Aber wie gesagt, es gibt hier, das noch einmal, keine konkrete Gefährdungslage für dieses Frequency, für dieses Konzert. Und daher bin ich davon überzeugt, dass wir ein friedliches, ein großartiges Frequency an diesem Wochenende erleben werden mit Ed Sheeran, mit vielen anderen Offspring, die hier auftreten werden. Servus TV, bitte. Ich hätte 2 Fragen an Sie, Herr Minister. Und zwar einerseits, es gab in der Kronenzeitung eine Geschichte, dass sich eine Mitarbeiterin des Veranstalters anonym an die Kronenzeitung gewendet hat aktuell und die mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen kritisiert hat. Also sie hat gemeint, man könnte relativ ungehindert aufs Gelände, auch im Zuge der Vorbereitungen. Hat da der Veranstalter zu wenig getan, beziehungsweise hat die Polizei da zu wenig ein Auge drauf gerichtet? Und die zweite Frage bezieht sich auf die Ergebnisse vom Nationalen Sicherheitsrat, wo eigentlich ja nur rauskommen ist oder die einzige Einigung war, dass man die DSN, überprüft. Das kann ja aus Ihrer Sicht nicht das gewünschte Ergebnis gewesen sein. Zunächst einmal, in diesen Tagen, nach solchen Ereignissen, nach einem verhinderten Terroranschlag,
auf eine Großveranstaltung in Wien. In solchen Tagen gibt es viele Gerüchte immer wieder und auch sogenannte Insider. Daher ist es so notwendig, dass wir hier stehen, die Öffentlichkeit, die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher auch informieren, dass wir alles Menschenmögliche tun, um die Sicherheit für alle zu gewährleisten. Oberst Beuchler hat sehr klar gesagt, dass es hier zum Konzertgelände, entsprechende Kontrollen gibt, dass es ständige Präsenz der Polizei gibt, auch im Campingbereich, also im Umfeld hier. Sie haben ja gesehen, dass etwa die Fahrradpolizei, viele andere Polizisten hier im Einsatz sind und auch präsent sind, weil das einfach notwendig ist in der sensiblen Situation, um auch Sicherheit zu geben, um klar zu sagen, wir werden weiterhin Feste feiern. Wir werden in diesem Land uns das nicht nehmen lassen, was manche radikale Extremisten wollen, nämlich dieses Wertegefüge zu zerschlagen. Und daher tun wir alles Menschenmögliche, dass dieses friedvolle Fest, dieses friedvolle Konzert auch stattfinden kann. Und dem wird so sein. Und die zweite Frage war nach dem Nationalen Sicherheitsrat. Ich bin davon überzeugt, Sie wissen, dass das Nationale Sicherheitsrat ein Beratungsgremium für die Bundesregierung auch ist. Es ist vereinbart, in diesem Gremium Vertraulichkeit, außer es wird explizit die Vertraulichkeit aufgehoben. Das wurde bei den entsprechenden Beschlüssen, die gefasst wurden, beziehungsweise Anträgen, die gestellt wurden. Es wurde auch ein Antrag gestellt, der von 4 Fraktionen unterstützt wurde, nämlich, dass die Kontrollkommission, die seit kurzem eingerichtet ist, die Nachrichtendienste und die Abläufe aller Nachrichtendienste in Österreich überprüfen soll. Dieser Antrag im NSR wurde von 4 Fraktionen unterstützt, außer der ÖVP. Ich habe als Innenminister heute entschieden, dass ich dieser Empfehlung, und es ist ein Empfehlungsgremium, der Nationale Sicherheitsrat, dass ich dieser Empfehlung des Nationalen Sicherheitsrates, diesem Beschluss, dass die Kontrollkommission die Nachrichtendienste jetzt überprüfen soll, bin zum Entschluss gekommen, dass ich dem nicht nachkommen werde, dass ich dieser Empfehlung nicht folgen werde. Ich kann Ihnen auch sagen, aus welchem Grund ich das nicht tun werde. Erstens, weil es schwere rechtliche Bedenken gibt, dass das die Kontrollkommission rechtlich überhaupt tun kann. Zweitens, ich den Zeitpunkt jetzt für völlig falsch halte. Jetzt hat die Staatspolizei, die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, nachgeordnete Aktionen wie die LSE, den Job, die Verantwortung und die Aufgabe, die Hintergründe, das Umfeld penibelst aufzuklären und zu ermitteln. Das ist der Job, der jetzt zu tun ist. Zu ermitteln. Wir haben 17 Mobiltelefone. Die Polizei, die Staatspolizei hat 17 Mobiltelefone, die auszuwerten sind von jenen 3 Personen, die in U-Haft sind. Das ist umfangreichstes Datenmaterial. Darauf sollte sich und muss sich die Staatspolizei jetzt konzentrieren. Und selbstverständlich, und das sei auch klar dazu gesagt, und das ist herkömmlich und das ist für uns als Organisation, als Polizei selbstverständlich, dass jeder Einsatz analysiert, evaluiert wird, wie hier die Dinge passiert sind und wie etwas zustande gekommen ist. Jetzt volle Konzentration, und das ist der Auftrag, auf die Ermittlungen rund um die verhafteten Personen und um das Umfeld, das hier ermittelt werden muss. Und drittens, das sei auch sehr klar gesagt, und das sehe ich auch als meine Verantwortung, als Innenminister, ich habe kein Interesse daran, dass der Verfassungsschutz, der in den letzten Jahren völlig neu aufgestellt wurde, DSN, der in diesen letzten Tagen exzellente Arbeit geleistet wird, durch ein parteipolitisches Gemetzel wieder in ein schlechtes Licht gerückt wird. Das werde ich und will ich mit aller Kraft verhindern. Und daher habe ich diese Entscheidung heute getroffen, die Kontrollkommission nicht zu beauftragen, dies zu untersuchen zum jetzigen Zeitpunkt.